Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fishing Planet. Wir sind in Kalifornien unterwegs und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn heute kam auf Facebook ein Teaser zum neuen Gewässer und da werden Lachse und Seeforellen eine wichtige Rolle spielen. Deshalb habe ich mir gedacht, komm, wenn ich darüber gleich reden werde, können wir auch direkt ein paar Lachse fangen, damit wir zumindest schon mal die Fischart im Video haben. Auch wenn wir uns noch ein bisschen auf das Update gedulden müssen. Aber bevor wir darüber reden und fischen, gucken wir uns natürlich erstmal die Ausrüstung an. Wie in den anderen Lachsvideos werde ich es auch wieder mit dem Crankbait versuchen zunächst. Wir können dahinter nochmal durchswitchen, aber ich weiß gar nicht, was ich für Köder mit habe. Puh, ne, Spinner und so eine Scheiße brauchen wir eigentlich nicht. Wir können es mit Medium Spoon versuchen, aber ich glaube, wir bleiben fast beim Crankbait. Posenköder habe ich natürlich auch wieder nichts mit. Hervorragend. Wieder richtig gut vorbereitet hier. Den hier haben wir noch mit. Den Chat, aber. Ne. Ich glaube, wir bleiben erstmal beim Crankbait. Mit der Tora 290, Exterminator 5500 und der 023er geflochtenen. Die könnte schon fast ein bisschen hart sein. Weil wir, glaube ich, nicht versuchen, den Trophäenlachs zu fangen. Ich möchte auch ein paar Stahlkopfforellen noch fangen. Also könnten wir eigentlich ein bisschen runterschrauben. Auf 02, aber davon habe ich 147 Meter mit. Egal, machen wir einfach mal. Gucken wir mal, wie das läuft. Und dann gehen wir zum Gewässer. Und stehen hier schon. Perfekt. Das heißt, ich werde hier mal hinwerfen. Und gucken, ob ich nicht direkt die erste Forelle an den Haken bekomme. Ja, wie gesagt, das Update ist kurz vorm Release. Und es wird sich zum einen um ein neues Gewässer handeln, was in Kanada stationiert ist. Also das erste Mal außerhalb der USA tatsächlich. In Alberta, glaube ich. Deshalb auch das Schneegewässer. Da haben wir erst einen Fisch gehabt, aber doch den. Ne, jetzt haben wir einen Hänger, alles klar. Komm, lösen. Ja, abgerissen, auch gut. Ich wollte sowieso den kleinen Crankbait dran machen. Den 3-0er, dann bleiben sie vielleicht besser hängen. So. Also deshalb auch das Schneegewässer, weil Kanada ist natürlich ein bisschen kälter im Winter. Und dann passt das jetzt auch zur Winterzeit, wenn die ein bisschen Schnee raushauen. Und da gibt es dann tatsächlich den atlantischen Lachs, also nicht den, den wir hier haben, den Königslachs. Sondern den Atlantiklachs und halt die Seeforelle. Ich weiß gar nicht, ob die auf Deutsch so heißen wird. Aber auf Englisch, wenn ich die richtig übersetzt habe, dann sollte die Seeforelle heißen. Werden wir dann auch sehen, wenn das rauskommt. Die werden auf jeden Fall dann zur Verfügung stehen und da zu fangen sein. Des Weiteren werden 16 neue Fischarten kommen, die auf die anderen Gewässer verteilt werden. Also an jedem Gewässer gibt es auf jeden Fall was Neues. Und was ich gut finde, ist natürlich, dass das neue Gebiet tatsächlich ab Level 5 frei sein wird und nicht ab Level 22, wie zunächst befürchtet. Das heißt, ich muss nicht mehr leveln und kann erstmal schön abwarten. Das kann doch nicht sein, warum reißt das denn immer ab jetzt hier? Jetzt ist die Schnur doch zu dünn oder was? Ich hole gerade meine Crankbaits alle raus. Gehen wir ein bisschen weiter von den Steinen da weg. Also da bin ich schon gespannt. Die haben jetzt kein genaues Datum genannt, wann genau das kommen wird und auch nicht alle Änderungen vorgeschrieben. Aber so ein paar haben sie angeteasert, auch dass irgendwelche Multiplayer-Funktionen tatsächlich schon erscheinen werden. Was genau haben sie aber nicht gesagt. Ich denke mal, die meinen damit auf jeden Fall andere außerhalb der Friendlist, denn das hatten die nochmal extra aufgelistet, dass die Friend Functions funktionieren werden. So, jetzt haben wir den ersten Fisch. Wollte schon sagen, da haben wir einen kurzen Ruckler gehabt. Das müsste doch der Biss sein. Sieht aber eher aus wie ein Schwarzbarsch. Ja, hervorragend. Dafür habe ich mir natürlich keine Lizenz gekauft. In weiser Voraussicht, aber ich darf den trotzdem mitnehmen. Na gut, dann packen wir den ein. Und versuchen dann trotzdem noch die Schalkopforelle zu erwischen.
Also ich freue mich auf jeden Fall schon richtig auf das neue Gebiet. Endlich mal wieder was Neues hier. Und wieder für mich auch ein Grund mehr zum Spielen. Denn wie wir alle wissen, bin ich kein Freund von Grinden und 10 Millionen Mal denselben Fisch fangen. Hier haben wir schon den nächsten Philbiss, perfekt. Deshalb brauche ich da ein bisschen Abwechslung und deshalb finde ich das gut, dass bald ein neuer Patch kommt, mit dem wir dann auch arbeiten können. Und da bin ich natürlich auch gespannt, was für neue Fische kommen, beziehungsweise die. Ja, wobei die haben eigentlich geschrieben, 16 neue Fischarten. Aber ob die jetzt tatsächlich neu sind oder ob die halt quasi vorhandene Fischarten in anderen Wasserwegen sind, das weiß ich nicht. Ich denke mal, ein paar werden tatsächlich neu sein, aber die hatten auch geschrieben, dass zum Beispiel Karpfen nach North Carolina kommen. Also werden wahrscheinlich auch manche einfach umgesiedelt, beziehungsweise neu angesiedelt. Ich weiß nicht, ob die deshalb hier direkt verschwinden müssen aus Kalifornien. Vielleicht gibt es die dann auch einfach in beiden Gewässern, also Kalifornien und North Carolina. Das kann natürlich sein. Das werden wir dann sehen. Ich denke mal auf jeden Fall auch, es wird ein Weihnachtsevent dann kommen. Deshalb müssen die das eigentlich relativ zeitnah veröffentlichen. Denn Weihnachten steht vor der Tür, also viel Zeit haben sie nicht mehr. Aber ich denke, dass das, ich weiß nicht, vielleicht noch vor dem Wochenende oder halt Anfang nächster Woche kommen wird, denn die hatten geschrieben, dass es sehr bald kommt. Also sollte das nicht mehr allzu lange dauern. Und dann werden wir uns auf jeden Fall mal in den Schnee begeben und da reinstapfen. Und versuchen, ein paar neue Fische zu fangen. Aber die hier wollen gerade nicht. Die geben uns hier ein paar Fehlbisse am laufenden Band. Also werden wir hier erstmal ein paar Lachse im Wasser lassen, damit die schön nach Alberta schwimmen können, den Fluss hier hinauf und da dann auf uns warten, auch wenn es andere Lachse sind. Aber die können sich ja auf dem Weg dahin transformieren. Und dann fangen wir sie halt da. Das ist natürlich überhaupt gar kein Problem. Wird auch neue Routen geben und neue Rollen, glaube ich. Irgendwie habe ich da was gelesen, aber nicht mehr so genau im Kopf. Gucken wir mal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sie nicht direkt schon die Cases rausbringen, aber ich glaube, die hatten sie irgendwann später in der Roadmap angekündigt. Also kann ich da schon mal ein bisschen Geld sparen und muss halt nicht hier direkt die Schlüssel alle kaufen für die Kisten, sondern kann erstmal versuchen, die Fische so zu fangen. Aber hier würde ich jetzt gerne auch erstmal einen fangen. Abgesehen von dem Schwarzbarsch, den wir schon überlistet haben, muss doch hier noch mehr drin sein. Aber noch sind sie ein bisschen störrisch. Kann gleich auch mal Richtung Königslachs werfen. Mal gucken, ob da was geht. Oh, jetzt erstmal hier schön auf Grund geworfen. Aber der Crankbait scheint die nicht so zu interessieren. Jetzt haben wir den nächsten Hänger. Das kann nicht wahr sein. Aber diesmal haben wir den zum Glück losbekommen. Nicht, dass wir hier wieder den nächsten abreißen. Ich habe davon nur noch 3 Stück. Auf so viel Hänger war ich hier nicht gefasst. Ich werde mal versuchen, da links was zu überlisten. Da stehen sie ja auch. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Erfolg als rechts von den Steinen. Da scheint das gerade irgendwie tote Hose zu sein. Deshalb wechsle ich dann meistens einmal kurz die Seite hier. In Hoffnung, dass da irgendwas vorbeischwimmt. Und dann können wir auch wieder zurückwechseln. Manchmal bringt es was. Manchmal auch nicht. Wir werden es gleich wissen.
Wenn nicht, müssen wir halt doch mal auf den Medium Spoon wechseln. Ich glaube, ich habe die Kleinen davon auch dabei. Wenn die sich hier wehren mit dem Crankbait, dann versuchen wir es halt anders. Auch wenn ich das gerne mit einem Crankbait gemacht hätte. Weil ich mir davon weniger Hänger erhofft habe, aber auch das beweichelt sich nicht. Wo sind sie denn, die Kleinen? Irgendwo muss hier einer beißen. Also erstmal schön hier weiter versuchen. Da haben wir einen. Ich wollte schon sagen, irgendwann muss das doch immer was werden. Und jetzt bleibt er wenigstens mal hängen. Dann drillen wir den nochmal schnell aus. Schön durch die Felsen da ziehen. Ja, die Schnur wird aber schon roh. Vielleicht soll ich doch mal die 023er gleich draufziehen. Um da ein bisschen auf der Safe-Seite zu bleiben. Denn auch von den Stahlkopfforellen gibt es natürlich auch Trophäen. Weiß nicht, ob das hier direkt eine ist. Die verhält sich erstmal zunächst ein bisschen stark. Aber kann natürlich sein, dass ich einfach die Schnur ein bisschen zu schlapp tatsächlich gewählt habe. Oder was auch immer wir hier dran haben. Vielleicht auch ein Wal oder so. Ich habe selten eine Schalkopfforelle gesehen, die so kämpft. Aber jetzt kommt sie. Also gleich nochmal. Dann doch lieber die Schnur wechseln, weil das ist mir ein bisschen zu heikel. Oder haben wir direkt... Ne, aber es ist eine Schalkopfforelle auf jeden Fall. Wahrscheinlich haben wir dann doch die Trophäe erwischt direkt. Mit unserem Glück hier. Deshalb ist sie auch hängen geblieben. Weil die natürlich ein größeres Maul hat. Gucken wir mal, was aus dem Wasser kommt. Sieht auf jeden Fall groß aus. Und das ist tatsächlich die Schalkopfforelle in Trophäengröße 8,5 Kilo. Ja, und die werden wir dann in ähnlicher Form auch in Alberta sehen. Denn die atlantischen Lachse sehen tatsächlich fast genauso aus. Ich weiß gar nicht, ob die so einen Laichhaken da am Maul haben. Wenn dann die Männchen, aber die, die ich bis jetzt in Norwegen gefangen habe, hatten den nicht. Vielleicht habe ich immer Weibchen gefangen. Oder war keine Laichzeit. Man weiß es nicht. Den hier packen wir auf jeden Fall erstmal ein. Und dann wechsle ich mal schnell die Schnur. Denn das war mir ein bisschen zu heiß, das Ganze. So. Jetzt haben wir das hier auch geregelt. Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht auch noch einen Königslachs überlisten können. Mit dem guten alten Crankbait. Aber ich glaube, die Seeforellen, die werden auch schon mal ganz ordentlich. Die werden durchaus auch in kapitalen Größen gefangen, in echt, glaube ich. Deshalb wird es auf jeden Fall spannend zu beobachten, was sie da für Fische reinpacken, beziehungsweise was sie für Ausmaße haben. Da könnten schon ein paar dicke dabei sein. Andererseits... Es ist halt ab Level 5 offen, deshalb... Gut, ich weiß jetzt nicht, was man mit Level 5 alles so an Ausrüstung hat, um die dann fangen zu können. Aber hier haben wir erstmal den nächsten Dingensbarsch hier. Schwarzbarsch, würde ich sagen. Aber ich finde das auf jeden Fall gut, dass sie jetzt auch mal hier die Levelgrenze ein bisschen... ja. Warum auch immer in der Mitte Floss in die Luft hangen. Forellenbarsch. Ich glaube, das ist tatsächlich die erste Forellenbarsch, den ich in Kalifornien hier fange. Das ist mir auch neu. Ja, nice. Haben wir hier mal einen neuen Fisch gesehen in Kalifornien. Sonst hätte ich hier eher mit einem Schwarzbarsch gerechnet. Aber gut. Nehmen wir den halt auch mit in den Kescher. Ja, aber auf jeden Fall trotzdem, was ich sagen wollte, nice, dass sie die Begrenzung nicht weiter nach oben schrauben, sondern halt dann auch mal wieder
langsam auf den Teppich kommen und man nicht irgendwie dann später endet, wenn man dann, was weiß ich, wie viele Gewässer hat und man hinter Level 35 braucht oder so, wenn man das immer weiter nach oben schraubt, pro Gewässer. Deshalb ist das eigentlich ganz gut, dass sie jetzt hier mal langsam anfangen mit neuen Gewässern, die auch in niedrigeren Level erreichbar sind. Denn auch die neuen Spieler wollen natürlich neuen Content haben und nicht dafür einfach mal erstmal 10 Jahre grinden müssen, bis sie das tatsächlich erreicht haben. Gerade so die Casual Gamer werden natürlich nicht die Zeit haben, um irgendwie in absehbarer Zeit Level 25 oder so zu erreichen. Wenn man abends nur eine halbe Stunde mal zocken möchte, dann ist das einfach nichts. Und da finde ich es auf jeden Fall gut, dass da auch neue Gewässer zukommen. Aber die hatten ja so in der Roadmap angekündigt, dass das komplett über den Haufen geworfen wird mit der Levelbegrenzung für Gewässer. Deshalb denke ich, ist das schon mal der erste Schritt. Warum die überhaupt dann Level 5 sagen, weiß ich nicht, aber gut. Werden die schon irgendwie eine Begründung für haben. Aber wir haben hier erstmal keinen Königslachs. Also die Lachse laufen heute auf jeden Fall gut, wie wir sehen. Ja, besser als jemals zuvor. Absolute Weltklasse. Ich glaube, ich habe auch keine Shiner mit oder so, aber das wundert mich ehrlich gesagt, warum? Weil normalerweise habe ich die immer mit und nie ausgepackt. Sonst hätten wir die vielleicht mit Pose fangen können. Aber ich versuche das jetzt hier nochmal. Wenn nicht, müssen wir nochmal auf die Stahlkopfforelle wechseln. Damit wir zumindest einen lachsartigen Fisch nochmal hier fangen. Weil einer ist natürlich ein bisschen wenig. Aber dafür haben wir mal zwei Barsche gefangen. Ist ja auch nicht schlecht, ne? So ein Forellenbarsch. Da kann man nicht meckern. Die sind natürlich richtig selten im Spiel. Ist ja nicht so, dass es die quasi an jedem Gewässer gibt. Aber der König lässt sich gerade tatsächlich nicht blicken. Ich werde den jetzt hier noch durchziehen und dann werde ich mal auf den Medium Spoon wechseln und gucken, was damit geht. Denn das mit dem Crankbait, ja, jetzt haben wir auch noch den nächsten Hänger. Perfekt. Aber der reißt zum Glück nicht ab, weil wir jetzt die Schnur besser gewählt haben. Da können wir ein bisschen Spannung aufbauen. Und direkt den nächsten Hänger, mit dem wir das probieren können. Aber auch der ist direkt wieder los. Und da mal ein Fisch. Aber auch das ist wahrscheinlich nur ein Barsch. Tatsächlich auch... Ne, das ist ein Schwarzbarsch. Kein Forellenbarsch. Auch der macht hier lustige Spirenzchen. Aber kommt dann doch richtig rum aus dem Wasser. Also Crankbait auf Barsch. Hier sehr zu empfehlen. Auf Lachs irgendwie gerade nicht. Dann wechseln wir mal durch. Ich habe so viele Blinker mit. Deshalb habe ich vielleicht... Warum habe ich den gerade nur bis hier gescrollt? Weil da konnte ich gerade irgendwie nicht scrollen. Ich wollte schon sagen, ey. Hätte mich auch stark gewundert, wenn ich das nicht mitgehabt hätte. Das heißt, wir können das mal eben umstellen auf Shiner. Können wir eigentlich mal machen. So, was haben wir hier für Haken drauf? 7-0 ist vielleicht ein bisschen... groß, wenn wir nicht gerade auf Trophäen gehen wollen. Nehmen wir mal... Ja, 3-0 sollte ausreichend sein. Vielleicht auch 4-0, aber... Ich bleibe jetzt erstmal bei 3-0. Aber die Tiefe, das ist natürlich eine gute Frage. Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Die habe ich nicht im Kopf jetzt. Aber ich glaube, allzu tief war das da nicht. Versuchen wir mal mit 50. Und gucken, was passiert. Mal auf Rutsche Nummer 3 wechseln. Und dann werfen wir das schön hinter den Stein. Und versuchen mal noch einen Lachs zu erwischen. 27 Meter passt auf jeden Fall.
Jetzt heißt es abwarten, ob da einer sich für unseren Köder interessiert. Und wenn nicht, gibt das ein Lachsvideo ohne Königslachs. Aber noch geben wir die Hoffnung natürlich nicht auf. Aber im Moment kommt auch kein Ausschlag oder so. Wobei, jetzt ist da glaube ich einer, aber das sieht nicht aus wie ein Lachs. Das sieht eher aus wie noch so ein Barsch oder was. Ja, der wird vermutlich nicht mal hängen bleiben. Ja, ist auch weg. Wollte schon sagen, der am 3-0er Haken wäre natürlich auch noch die Krönung des Ganzen gewesen. Aber die Lachse, die wollen einfach nicht, obwohl wir eigentlich in der Beißzeit drin sind. Ich glaube, nachmittags ist die an bewölkten Tagen noch ein bisschen besser. Aber morgens sollte es eigentlich auch klappen. Da kommt zumindest schon mal der nächste Biss. Aber auch das sieht irgendwie stark nach einem Barsch aus. Mal gucken, ob der abzieht. Tut er tatsächlich. Dann gucken wir mal, was wir da gleich hier an Land ziehen, wobei jetzt sieht das hier doch eher nach dem Lachs aus. Ja, ja, das müsste zumindest dann der Königslachs noch sein. Dann hatte ich die wahrscheinlich stärker in Erinnerung, als das hier der Fall ist. Aber gut, die normalen, die haben jetzt natürlich auch nicht so die riesigen Ausmaße, aber ich glaube so ungefähr an den Trophäen. An die Trophäen Starkkopfforelle sollten die schon rankommen. Jetzt haben wir den hier auch gelandet. Und Königslachs 6,9 Kilo, 240 Erfahrungspunkte. Immerhin noch ein Lachs erwischt, auch wenn es auf Crankbait und Kunstgitter heute nicht klappen wollte. Der Shiner, der geht immer. Dann würde ich sagen, soll es auch schon wieder gewesen sein von dem Video. Ich bin auf jeden Fall heiß aufs neue Gebiet. Ich hoffe, ihr genauso. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall spätestens da am Wasser wieder oder in einem der nächsten Videos. Je nachdem, wie ihr Bock habt. Dann wünsche ich euch was, sage Petri Heil und bis zum nächsten Mal.